In diesem Video geht es um die innertropische Konvergenzzone, aus dem Englischen abgekürzt ITC, und um die Frage, wie sie entsteht und wie sie sich im Jahresverlauf verlagert. Die innertropische Konvergenzzone ist eine Tiefdruckzone, die sich weltumspannend im Bereich des Äquators ausbildet und auch äquatoriale Tiefdruckrinne genannt wird. Der Begriff verrät zudem zwei weitere Merkmale. Zum einen konvergieren Luftmassen aus nördlicher und südlicher Richtung, das heißt, sie strömen im Bereich des Äquators zusammen. Zum anderen ist ihr Wirkungsbereich trotz der jahreszeitlichen Verlagerung in Richtung Norden und Süden, die wir uns noch später anschauen, auf die Tropen beschränkt. Sie bestimmt im hohen Maße sowohl das Klima der immerfeuchten Tropen, in grün dargestellt, als auch das der wechselfeuchten Tropen, in orange dargestellt. Für die Ausbildung der innertropischen Konvergenzzone ist die Wärmestrahlung der Sonne verantwortlich. Diese ist am Äquator besonders intensiv. Vor allem, weil die Strahlen mehr oder weniger senkrecht von oben, im Zenit, auf eine sehr kleine Fläche treffen und diese erhitzen. Im Gegensatz übrigens zu den Polen, die sie in einem flacheren Winkel erreichen. Um das Ganze einfacher darzustellen, kippen wir das Ganze mal um 90 Grad, jetzt auf der linken Seite der Nordpol und auf der rechten Seite der Südpol dargestellt. Die bodennahen Luftschichten heizen sich also infolge der intensiven Sonneneinstrahlung stark auf. Luft, die erwärmt wird, verliert an Dichte, dehnt sich dadurch aus und steigt nach oben. Am Boden bildet sich ein Tiefdruckgebiet. Beim Aufsteigen kühlt sich die Luft ab. Kalte Luft kann weniger Wasserdampf aufnehmen als warme Luft, wodurch die Luft nach einer gewissen Abkühlung Wasserdampf gesättigt ist. Sie kondensiert und aus hohen, sich auftürmenden Cumulonimbus-Wolken regnet es. Diese Wolken können wir übrigens auch bei uns im Sommer beobachten, wenn es gewittert. In etwa 16 bis 18 Kilometer Höhe, wo die Troposphäre als wetterbestimmende Schicht endet und die Tropopause beginnt und als Art Grenzschicht für aufsteigende Luftmassen wirkt, werden diese in nördlicher und südlicher Richtung abgelenkt. Dabei kühlen sie sich ab, wodurch ihre Dichte steigt, sie schwerer werden und schließlich wieder im Bereich des nördlichen und südlichen Wendekreises in Richtung Bodennähe absinken. Während die Luft absinkt, erwärmt sie sich wieder. Am Boden bilden sich sowohl räumlich als auch zeitlich stabile Hochdruckgebiete aus, die sogenannten subtropischen Hochdruckgürtel. In diesen niederschlagsarmen, heißen Regionen der Erde findet sich beispielsweise die Sahara als Wendekreiswüste. Als Ausgleichsbewegung zwischen Luftdruckunterschieden entsteht Wind, der vom Ort des höheren Luftdrucks zum Ort des tieferen Luftdrucks, also vom subtropischen Hoch zum Tief am Äquator, als sogenannter Passatwind weht und damit den Kreislauf schließt. Der tiefe Luftdruck am Boden im Bereich der ITC, durch das Aufsteigen der Luft fehlt sie bodennah ja quasi, wirkt dabei wie ein Sog und saugt die umgebenden Luftmassen förmlich an. Dieses Zirkulationsmuster wird auch Passatkreislauf genannt. Die innertropische Konvergenzzone und damit auch der Passatkreislauf ist allerdings kein stationäres Gebilde. Sie bleibt nicht das gesamte Jahr über an Ort und Stelle. Um die Ursache dafür nachvollziehen zu können, ist es hilfreich, sich die Umlaufbahn der Erde um die Sonne zu betrachten. Wie ihr wisst, dauert es ziemlich genau ein Jahr, die Erde für ihre Umrundung um die Sonne braucht. Nehmen wir mal an, die Erdachse wäre dabei nicht geneigt und die Erde damit auch nicht zur Seite gekippt. Egal zu welchem Zeitpunkt beim Umlauf der Erde würde sich immer das gleiche Bild ergeben. Am Äquator würde die Sonne im Zenit stehen. Die Wärmestrahlung der Sonne also senkrecht von oben die Erdoberfläche intensiv erwärmen, mit der Folge, dass sich die ITC in diesem Bereich ausbildet. Wenn die Erdachse nicht geneigt ist, würde sich die ITC im Jahresverlauf nicht verschieben. Auch im Winter würde sie sich am Äquator befinden, weil die Sonne hier im Zenit stünde. Für uns hieße das übrigens, dass wir keine Jahreszeiten hätten. Denn auch bei uns würde das ganze Jahr über die Sonne mit der gleichen Intensität die Erdoberfläche erwärmen. Die Tatsache, dass sich die ITC im Jahresverlauf verschiebt, und auch dass es Jahreszeiten gibt, ist auf die Schiefe der Ekliptik, also die Neigung der Erdachse um ca. 23,5 Grad zurückzuführen. Die Neigung der Erdachse sorgt dafür, dass sich die Strahlungsintensität der Sonne an einem Ort im Jahresverlauf verändert. Während die Sonne in den Regionen des Äquators, der hier durch die schwarze Linie gekennzeichnet wird, beispielsweise am 21. März im Zenit steht, wird im Sommer, wo die Nordhalbkugel der Sonne zugewandt ist, der Bereich des nördlichen Wendekreises senkrecht von oben am stärksten erwärmt. Das heißt, dass sich die ITC mit dem wandernden Zenitstand der Sonne in Richtung Norden
ebenfalls nordwärts mitwandert. Während sich für den Herbst das gleiche Bild wie für den Frühling ergibt und die Sonne in den Äquatorregionen zum zweiten Mal im Jahr im Zenit steht, wandert sie zum Winter hin weiter in den Süden. Am 21. Dezember steht sie am südlichen Wendekreis im Zenit, wodurch sich auch die ITC weiter in Richtung Süden verschiebt. Dieses Thema mag zwar auf den ersten Blick nicht so einfach erscheinen, aber wenn man es schließlich verstanden hat, lassen sich Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse der gesamten Tropen erklären. Die immer feuchten Tropen mit ihren ganzjährlich hohen Niederschlagsmengen weisen sowohl im Frühling als auch im Herbst besonders hohe Niederschlagssummen auf, die man gut in einem Klimadiagramm wie diesem hier erkennen kann. Diese doppelt ausgeprägte Regenzeit ist eine direkte Auswirkung der ITC, die sich zu diesen Zeitpunkten am Äquator und damit in der Klimazone der immer feuchten Tropen befindet und den Zenitalregen mit den hohen Niederschlagsmengen verursacht. Nördlich und südlich der immer feuchten Tropen schließen die wechselfeuchten Tropen an. Auch hier könnt ihr anhand eines Klimadiagramms das Zustandekommen der einfach auftretenden Regenzeit im Sommer erklären, durch die Verlagerung der ITC infolge des wandernden Zenitstandes und damit auch der intensiven Regenmengen. Dieser immerwährende Zyklus hat zugleich einen enormen Einfluss auf die Tierwelt Afrikas. Er ist Auslöser für die größte auf der Erde existierende Tierwanderung, bei der allein Millionen von Gnus dem Wasser hinterherwandern. Die Verlagerung der ITC und damit verbunden auch die Verlagerung der durch die ITC hervorgerufenen hohen Niederschlagssummen in Richtung Norden während des Sommers lässt sich auch anhand dieser Animation gut erkennen, in der hohe Niederschlagssummen mit der Farbe Blau hervorgehoben werden. Mit der Verlagerung der innertropischen Konvergenzzone verlagert sich zwangsweise auch die damit zusammenhängende Passatzirkulation und damit auch die subtropischen Hochdruckgürtel. So kann man erkennen, dass in den Sommermonaten Südeuropa in den Einfluss des subtropischen Hochdruckgürtels kommt, erkennbar an der weißen Farbe, was so gut wie kein Niederschlag bedeutet. Im Herbst und im Winter verlagert sie sich schließlich in Richtung Süden. Möchtet ihr die ITC live sehen, braucht ihr eigentlich nur im Internet aktuelle Satellitenbilder der Erde anzugucken. In der Nähe des Äquators werdet ihr ein von West nach Ost verlaufendes Wolkenband der ITC vorfinden und im Bereich der Wendekreise quasi keine oder nur sehr wenig Wolkenbildung.